Schönen guten Tag. Mit ein bisschen Verspätung der nächste Vortrag. Und es soll um Android gehen und Android Studio. Die Themen für heute sind ein paar Grundlagen über Android. Dann ganz kurz vielleicht der Weg zur ersten App. Und wenn dann Zeit ist und die Demo-Götter uns wohlgesonnen sind, wollte ich noch ein bisschen was mit Hilfe von Android Studio vorstellen. Zunächst vielleicht die obligatorische Über-uns-Folie. Ich bin Stefan Aust, Geschäftsführer der ICNH GmbH. Uns gibt es seit Ende 2010. Da haben wir als Zwei-Mann-Company angefangen, mit der Idee, Firmen dabei zu helfen, in den Markt der mobilen Apps einzusteigen. Inzwischen sind wir oder werden wir übernächsten Monat 8 Leute sein. So klingt das ja viel besser, als wenn ich jetzt sage, wir sind 6. Und sitzen auch ein Stockwerk höher im Kiez hier. Wir machen Apps für iOS, für Android, sind uns auch nicht zu schade dafür, irgendwie das mobile Web mit zu berücksichtigen und helfen vornehmlich Firmen dabei, eben ihre Geschäftsprozesse zu mobilisieren, Apps zu bauen und sie in diesem Markt zu beraten. Ach ja, und wir suchen durchaus Mitarbeiter, nur so als kleiner Hinweis in eigener Sache. Aber es soll über Android gehen und ich hatte mir so richtig schön viele Notizen gemacht in diesem tollen Tool, die ich jetzt leider nicht sehen kann. Ich hoffe aber, es geht trotzdem. Was ist Android? Erstmal ist es ein Betriebssystem und eine Softwareplattform für mobile Geräte. Es ist quelloffen, kostenlos, könnte man ja vielleicht auch sagen, auf der Basis eines Linux-Kernels, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier stehe, auch wenn ich, da muss ich Sie jetzt vielleicht gleich schon mal alle enttäuschen, also nicht viel über Linux sagen werde und ehrlich gesagt, für den Android-Entwickler spielt das überhaupt gar keine Rolle. Irgendwo werkelt Linux und ich glaube, die Macher sind einfach froh gewesen, dass sie dort einen robusten Kernel bekommen haben, aber der Android-Entwickler an sich ist auf einer viel höheren Ebene unterwegs. Ich glaube, es war 2003, als die Firma Android gegründet wurde mit der Vision, ein neues Betriebssystem für Digitalkameras herzustellen. Das haben sie dann 2004 oder sowas vorgestellt und aber auch festgestellt, dass eigentlich der Markt für Digitalkameras nicht so richtig groß ist. Und sind dann eben nachdem, das müsste 2005 gewesen sein, Google die Firma Android gekauft hat, auf Smartphones umgestiegen. Dann haben sie eben so den Nokia, das ist so N91 oder sowas gab es zu dem Zeitpunkt ja, also diese Smartphones, die so aus so einem Mini-Bildschirm bestanden und darunter eine Tastatur, damit man auch vernünftige Eingaben machen kann. Da wollten sie also so einen Nokia-Killer bauen und mussten dann irgendwie 2007, ich glaube im Januar war das, als Apple das iPhone vorgestellt hat, ganz hektisch nochmal alles umbauen, weil sie dann erkannt haben, Smartphones sehen doch anders aus. Touch ist die Zukunft und große Bildschirme, offensichtlich ja, je größer, desto besser, sind das, was der Anwender haben will und die Leistungsfähigkeit von den Geräten kommt ja inzwischen an das ran, was man vor wenigen Jahren noch unterm Schreibtisch stehen hatte. Das erste Android-Telefon, meine ich, oder vielleicht war es auch ein Tablet, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mit 8 Kernen wurde auf jeden Fall angekündigt. Dazu kommen natürlich nochmal Prozessoren von der 3D-Grafik-Hardware, die auch größer sind als alles, was man so vor wenigen Jahren noch hatte. Kein Wunder, dass es bereits Malware gibt, die auf Android-Handys dann Bitcoins berechnet. 2008 ist dann Android erschienen und Google hat zusammen mit einer Koalition von ungefähr 30 Willigen
die Open Handset Alliance begründet, wobei sicherlich Google da so der Senior-Partner ist und die anderen alle sagen, ja, wir machen mit. Und seit 2008 war eigentlich Android ein Beispiel für gewaltigen Erfolg, den sich selbst die Macher überhaupt nicht vorgestellt haben. Deren Ziel war, glaube ich, 2010 Marktanteil zu haben, der irgendwie bei 10% oder sowas liegt. Stattdessen lag er bei über 30 und inzwischen, je nach Land, Deutschland ist ja so ein bisschen Android-Land, in Deutschland liegt der Marktanteil inzwischen, glaube ich, so bei 80% ungefähr. Mittlerweile gibt es auf jeden Fall mehr als 1 Milliarde Android-Nutzer. Zumindest so die Aussage von Google im Juni auf der Google I.O. Sie haben schon das Jahr davor gesagt, Sie haben über 1 Milliarde, ich glaube sogar 1,5 Milliarden Aktivierungen von Android, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so die richtige Zählung, weil jeder, der sein Telefon mal neu installiert, ist natürlich auch ein neuer User. Jeder, der ein neues Betriebssystem Version drauf spielt, ist ein neuer User. Also jetzt zählen Sie nur noch die Leute, die wirklich das Ding auch nutzen und im Store einkaufen. Und die 2. Milliarde ist geplant. Also Google hat ja dieses Google One-Projekt gestartet, wo sie günstige Handys für zum Beispiel Indien und andere Schwellenländer produzieren wollen und damit eben den Vorsprung ausbauen wollen. Vorsprung natürlich für Android, für iOS. Alle anderen Betriebssysteme und dazu zählen leider auch alle Open-Source-Initiativen wie, mir fallen die Namen schon gar nicht ein, das ändert sich ja immer wieder. Also Tizen und Malmö hätte ich jetzt fast gesagt, die spielen halt leider einfach keine Rolle. Android bedeutet Vielfalt. Mit Smartphones hat es angefangen, aber es gibt es das für Tablets, es gibt es das für Fernseher. Für Uhren oder allgemein Wearables ist so der große Markt, auf den alle hoffen. Android soll es für Autos geben, also nicht als Steuersoftware für die Autos selbst, aber für das Home Entertainment System. Für Hauselektronik, nicht umsonst hat Google einen der Marktführer dafür wieder unwahrscheinlich große Summen an Geld gekauft. Und auch für Spielkonsolen, was eigentlich ein total interessanter Markt wäre, aber ehrlich gesagt, das hier ist diese Ouya, die mal vor 2 Jahren oder so bei Kickstarter sensationell viel Geld, ich glaube 10 Millionen oder irgendwie sowas, eingesammelt hat. Hört man davon noch was? Eigentlich nicht, ne? Schade, denn es gibt ja unheimlich viele Entwickler, die Spiele produzieren, auch so nicht gerade so für Hardcore-Gamer, sondern so für den Casual-Gamer. Und da schnell mal so eine kleine Box an den Fernseher anschließen und mal eine Runde spielen wäre ideal. 50% aller Umsätze werden eh mit Spielen gemacht, also wäre ein Riesenmarkt, kommt aber irgendwie nicht so in die Pötte. Dafür wird jetzt wahrscheinlich bald jeder seine Herzfrequenz und seine Laufweite per Android oder Apple Uhr messen können. Ich denke, das ist so das Thema für 2015. Mit Fernsehern ist Google ja schon einmal gescheitert. Mal gucken, ob sie es dann mit Android-TV schaffen. Denn auch das ist natürlich ein interessanter Markt. Fernseher gibt es sehr viele, Set-Top-Boxen sind schnell dazugestellt. Die meisten Fernseher sind schon Smart-TVs. Leider können alle Fernsehhersteller keine vernünftige Software bauen. Also ist das ziemlich crappy, was auf den Geräten zurzeit läuft. Da wäre es eigentlich nicht schlecht, dass von einer Community von Entwicklern über Android-Apps erweiterbar zu machen. Weil es aber so unheimlich viel gibt, gibt es leider auch sehr, sehr viele verschiedene Geräte. Das hier, die Grafik ist leider nicht mehr so ganz aktuell. Hier oben sieht man so die Galaxy-Gerät, das S3 zu dem Zeitpunkt. Inzwischen gibt es ja von Samsung das Galaxy S4. Samsung ist definitiv Marktführer im Bereich der Android-Geräte,
Aber es gibt unglaublich viele verschiedene, unglaublich viele Hersteller, gerade auch so im sag mal, fernöstlichen Markt in China. Und immer wieder tauchen Geräte auf hier so, von denen man vorher noch nie gehört hat. Was natürlich auch eine Herausforderung ist, wenn man dafür Software schreiben will, damit irgendwie klarzukommen. Das Android-Betriebssystem hilft einem dabei, aber letztlich muss man zwei Strategien fahren. Unglaublich viel testen oder hoffen. Und hoffen ist dann halt so, naja, die meisten User werden in diesem Segment liegen und da habe ich dann hier jetzt in diesem speziellen Fall so 7 Geräte. Die sind wahrscheinlich ähnlich genug und dann habe ich ja schon mal einen großen Markt. Aber gerade weil natürlich auch jeder sich, da greife ich jetzt mal so vor auf den Open-Source-Gedanken, sich sein eigenes Android bauen kann, tun es halt auch einige. Und die sind dann auch gerade die aktiven User und beschweren sich dann auch, wenn das die Software auf ihren Geräten jetzt gerade nicht läuft. Ein weiteres Problem, was damit zusammenhängt, es gibt sehr viele verschiedene Android-Versionen. Die Grafik ist auch ein bisschen älter, die ist von Anfang des Jahres und da sieht man die gerade veröffentlicht, hier wurde sie veröffentlicht im Dezember. Also hier haben wir einen Marktanteil der aktuellen Version von, naja, vielleicht 3-4%. Der Marktanteil liegt inzwischen bei 25%. Aber die alten Versionen verschwinden einfach nicht. Das liegt halt zum Teil daran, dass die Gerätehersteller so ein Gerät herstellen, da kommt irgendeine Android-Version drauf und dann vergessen sie das Gerät. Und das ist für den Entwickler blöd, weil ich muss mit diesen alten Versionen umgehen oder ich schränke wieder meinen Markt ein. Das ist natürlich aber auch für die Anwender blöd, denn eigentlich haben alle dieser alten Versionen Fehler und zum Teil irgendwie sicherheitskritische Fehler. Und da kümmert sich keiner drum. Und das ist natürlich nicht gut. Zum Vergleich, vorgestern, glaube ich, ist iOS 8 erschienen. Einen Tag danach war der Marktanteil von iOS 8 bei ungefähr 15% und ich habe dummerweise jetzt vergessen, eben gerade nochmal nachzugucken. Aber wahrscheinlich wird der Marktanteil, denke ich, diese Woche noch mindestens auf 50% wandern und wird sich dann irgendwo bei 80-90% in den nächsten Monaten einpegeln und der Rest der Anwender wird dann iOS 7 benutzen und alle Versionen davor zählen einfach nicht mehr. Und wenn man hier eben sagt, ich möchte die steinalten Versionen loswerden, also alles, was hier 2X heißt, verzichte ich leider heutzutage im Android-Markt immer noch so auf ca. 20% der Anwender. Und das ist viel, das kann schmerzen. Das ist aber eher 80. Ja, wie gesagt, die Grafik, das hat sich ein bisschen gebessert, weil die 4.4er-Version auf 25 inzwischen gestiegen ist. Und 80 sind es auch nicht. Die Grünen hier sind die Guten. Und da liegen wir also insgesamt bei allen Grünen, liegen wir hier so bei 65 und dann können wir noch dieses Braune dazu zählen und dann sind wir bei 80%. Und da haben wir dann oben noch 20% von Geräten, die so alt sind, dass man sie eigentlich als Entwickler nicht unterstützen möchte und doch hofft, dass die Benutzer endlich mal sich für 1 Euro oder so bei ihrem Telefonanbieter mal ein neues Gerät kaufen oder vielmehr schenken lassen. Das waren jetzt so zwei nicht so gute Sachen, die die Entwicklung von Android so ein bisschen schwierig machen. Und es gab in der Vergangenheit auch noch ein weiteres Problem. Das Gros aller Android-Anwendungen, sagen wir mal, sieht mittelmäßig aus. Das ist immer so das zweitbeste Design auf der zweitbesten Plattform, jeweils wenn man so objektive Leute oder iOS-Fans fragt. Da hat Google jetzt massiv gegengesteuert und eine Design-Initiative namens Material Design ausgerufen, wo sie gesagt haben,
Wir geben euch hier als Entwickler etwas an die Hand, mit dem ihr ein zeitgemäßes, modernes Design machen könnt, was auch noch für alle, in Klammern von Google, unterstützten Plattformen funktioniert. Also für den Fernseher, über den Monitor, über den Desktop-Browser, über Tablets, Telefone bis hin zur Uhr gibt es halt eine Designsprache und eine Version, das zu machen. Microsoft fing mit dem Metro-Design vor einigen Jahren an und man, finde ich, muss zugestehen, dass sie damit ein sehr zeitgemäßes, reduziertes Design erfunden haben. Dummerweise sieht es kaum einer, weil diese Geräte einfach so gut wie nicht im Markt vorhanden sind. Wenn man so Glück hat, glaube ich, so 5-10% gibt es von Windows-Telefonen. Und wer will die? Ja, ja, Zufall. Haben die sich, also, aber in den USA finden sie nicht statt, in Deutschland finden sie auch nicht statt. In Deutschland ist es so 80% Android, 20% iOS und wenn man jetzt in die Städte guckt, ist es eher andersrum. Deswegen müssen wir sehen, wie können wir Android Anwendungen besser machen, sodass man nicht immer das zweitbeste Ding hat. Und das Material Design ist gut gemacht, ist sehr gut dokumentiert und es ist erstmalig konkurrenzfähig zu dem, was iOS als Design bietet und irgendwas auch Microsoft mit dem Metro Design bietet, das man natürlich nicht mehr so nennen kann, weil aus einem Grund, der mir völlig unerklärlich ist, ja die Metro-Gruppe, das ist so eine große Kaufhauskette, gesagt hat, wir möchten nicht Microsoft, dass ihr das Design Metro nennt. Das Design wird die Basis für Android L, das ist die nächste Version, die irgendwann kommt. Dieses Jahr vielleicht noch, man weiß es nicht. Und so langsam zieht Google das Design dann auch in alle ihre Webdienste ein und versucht alles zu vereinheitlichen. Und die Anwender oder dann die Entwickler sind durchaus aufgerufen, dort mitzumachen, denn man muss immer eins sich überlegen. Ein Betriebssystem wie Android ist auch eine Plattform. Und für den Anwender ist es wesentlich wichtiger, dass alle Anwendungen auf dieser Plattform irgendwie einheitlich aussehen, einheitlich funktionieren und nicht angenehm oder unangenehm herausstechen und nicht, dass die Anwendung jetzt prima im Design von na sagen wir zum Beispiel mal, der Kaufhauskette Metro ist. Und ich meine, welcher Anwender honoriert, indem er sein Windows-Telefon, sein iOS-Telefon und sein Android-Telefon nebeneinander legt und sagt, super, das haben die gut gemacht, das sieht überall gleich aus. Open Source. Man kann sich den gesamten Source-Code von Android ziehen, das dauert eine Weile. Er lädt halt irgendwie so gefühlt das halbe Internet runter und kompiliert dann so eine gewisse Zeit lang. Aber so kann man sich das bauen oder aber eben davon profitieren, dass das andere schon gemacht haben. Und ich glaube, die bekannteste Android-Distribution ist CyanogenMod. Ursprünglich eine Gruppe von Freiwilligen, die es satt waren, dass genau ihre Telefone nicht die neueste Android-Version bekommen haben und sich dann eben selbst dran gesetzt haben und das gemacht haben, aber die auch zusätzliche Features einbauen, wie zum Beispiel mehr Sicherheitsfeatures, dass man beispielsweise als Power-User den Apps Rechte wegnehmen kann, die sie sich sonst einfach nehmen würden. Dass man vielleicht eine Art Ad-Blocker in sein System einbaut. Und inzwischen ist es ja auch eine Firma, die ihre Android-Distribution dann wiederum an Gerätehersteller verkaufen möchte. Replikant ist noch ein Projekt, glaube ich, mit einem hehren Ziel, dass wirklich nur freie Software auf diesem Gerät läuft. Was man machen kann, aber für diese Überzeugung muss man dann auch leiden. Denn insbesondere das Problem, was man hat, ist,
Wenn man das Android im Gegensatz zu dem, was man eigentlich auf den Telefonen findet und Android nennt, einfach nur so in der Open-Source-Variante hat, dann fehlt einiges. Alle Apps, die Google beilegt, und das ist ja eine ganze Suite, angefangen vom Browser über Google Plus, Google Hangout, Google Mail, Google Maps, bis hin zum Google Play Store, über den man ja auf bequeme Weise Software sich installieren kann und insbesondere auch kaufen kann, fehlt das halt alles. Einige sagen, ist nicht schlimm, weil Amazon beispielsweise hat, ich glaube, ohne sogar Mitglied in der Open Handset Alliance zu sein, sich einfach den Source Code von Android genommen und gesagt, wir machen da was Eigenes, das nennen wir dann mal irgendwann FireOS. Und damit statten wir unsere Telefone aus und ob das Android ist oder nicht, das ist für uns marketingtechnisch völlig egal. Und wir haben alles unsere eigenen Tools da drauf gepackt, unseren eigenen Browser, insbesondere unseren eigenen Store. Und das ist auf den Android, auf den Amazon-Geräten super extrem, absolut simpel, was bei Amazon zu kaufen. Das ist halt eben immer nur ein Klick weg. Und so können die halt auch davon profitieren. Das ist dann FireOS. So ein Problem für den Open-Source-Aktivisten ist natürlich erstmal ein Gerät zu haben, was es überhaupt erlaubt, dass man da eine neue Betriebssystemversion von Android drauf installieren kann. Einige Hersteller erlauben das. Die Google-Geräte beispielsweise, die Nexus-Reihe macht es möglich. Andere wollen es nicht. Das hat sicherlich Gründe mit der Garantie. Das hat auch Gründe, wenn ich jetzt wiederum selber da Dinge, beispielsweise Filme oder sowas, gerne zum Download anbieten möchte und das ist ein Betriebssystem, was ich nicht kenne, dem ich nicht trauen kann, das einfach eine Kopie von diesem Film abspeichert. Gefährlich, will ich nicht. Da aber die Betriebssystemsoftware so unglaublich komplex ist, bedeutet das auch, dass sie unglaublich viele Fehler enthält und deswegen die suchende Community bislang immer Wege und Mittel gefunden hat, sich diesen Root-Zugang zu erschleichen. Und so kann man dann mit mehr oder weniger viel Mühe sich so sein eigenes Android auf sein eigenes Telefon packen. Wenn man das macht, wenn man einen Anbieter hat, der sich ein Android genommen hat, ohne dass da die Google-Apps drauf sind, fehlt einem aber etwas. Das kann gewünscht sein, dass ich sage, auf mein Telefon kommt ja wohl diese Datenkrake Google gar nicht drauf. Es kann aber auch blöd sein, weil ich als Anwender schon gerne mit nur einem Klick aus dem Google Store, was weiß ich, Facebook installieren will oder Angry Birds, nee, das ist ja alt, Flappy Birds oder was auch immer gerade die angesagte App ist. Ich verliere Komfort. Ja, es gibt alternative App Stores, aber sagen wir mal, der Ruf ist nicht so richtig gut und es gibt einen Grund, warum es Virenscanner für Android-Betriebssysteme gibt. Denn es ist leider unglaublich einfach Apps zu nehmen, zu modifizieren, daraus Malware zu machen, wieder in den Store zu packen und Leute laden das denn und dann sind sie, wie gesagt, Mitglieder in dem unfreiwilligen Bitcoin-Mining-Netzwerk. Google hat außerdem das Problem, dass die Anbieter, wie ich ja vorhin sagte, einfach die Betriebssysteme nicht aktualisieren. Man macht ja Arbeit, die Margen bei diesen Geräten sind eh nicht groß, das kostet Geld, das will man eigentlich nicht so gerne. Deswegen packt Google immer mehr von den spannenden Bibliotheken in seine eigenen Apps hinein. Und der Google Play Store, die App, die eigentlich dazu dient, um einzukaufen, enthält halt, und hier ist mal so ein Auszug von Bibliotheken, die man als Anwendungsentwickler eigentlich alle gerne benutzen möchte. Angefangen von einfacher Anbindung von Google Analytics über die Möglichkeit,
die App in die Google-Suche zu integrieren, Chromecast zu benutzen, auf Google Drive zuzugreifen, für Spiele, Leaderboards, Achievements, Matchmaking, Ähnliches zur Verfügung zu stellen. Security weiß ich gerade nicht, was da genau das Feature ist, erhöhte Security, über Google Wallet einzukaufen, aus dem Telefon heraus Wearables anzusprechen und überhaupt mit Software zu bestücken, Google Maps, also Zugriff auf die Mapping-Lösung, zu erkennen, Activity Recognition ist so ein Ding, da kann ich erkennen, dass der Benutzer läuft, geht, rennt, hüpft, Fahrrad fährt, Auto fährt und Ähnliches. Anhand irgendwie von Location-Updates, Zugriff auf Werbung, auf Cloud-Messaging, dass man Leuten Nachrichten schicken kann, dass man irgendwie Backups in der Cloud machen kann, dass man irgendwie was innerhalb von Apps einkaufen kann. Das musste quasi Amazon für ihr Fire OS alles nachbauen. Und weil das eben attraktiv ist, hat Google die Möglichkeit zu sagen, hier, lieber Hersteller, du willst ja nicht nur Android, du willst ja Android mit Google veredelt. Dann haben wir aber auch einen gewissen Vertrag, den wir machen müssen. Also die Apps müssen so und so benutzt werden, das muss alles so und so aussehen. Und dann ist auf einmal alles überhaupt nicht mehr frei. Zum Teil aber sicherlich, sagen wir mal so, der Hersteller wird gezwungen, zum Wohle von Google und zum Wohle des Anwenders irgendwie gewisse Regeln einzuhalten. Mir fiel irgendwie noch was noch ein, genau. Was verdient Google an Android? Überhaupt nichts. Google verdient sicherlich an diesen Play-Services. Derjenige, der an Android am meisten verdient, ist Microsoft. Ungefähr, man schätzt, $8 pro Lizenz. Wegen Patenten. Aber das ist auch alles, was ich zu dem Thema sagen wollte, denn was muss ich denn nun machen, wenn ich vorhabe, selber Apps zu bauen? Wir müssen erstmal Voraussetzungen erfüllen. Ich brauche ein Linux oder iOS X-Rechner, also ein MacBook, was ich ja hier irgendwie heretisch empfehlen würde. Und kann also demzufolge auf allen drei Plattformen arbeiten. Ich brauche das Java JDK, weil die Android-Tools in Java geschrieben sind und weil natürlich auch Android Java als Programmiersprache benutzt. Dann Android Studio als Entwicklungsumgebung. Ich könnte alles auf der Kommandozeile machen, aber dann könnte ich mir auch irgendwie die rechte Hand auf dem Rücken binden. Warum sollte ich dann weniger Komfort benutzen, als ich haben kann? Ich brauche Java-Kenntnisse, ohne die geht's nicht. Vielleicht eine App-Idee, ist ja nie verkehrt, aber ist im Prinzip nicht zwingend notwendig. Ich kann ja auch Flappy Birds bauen. Und idealerweise brauche ich ein Telefon, weil ehrlich gesagt, es gibt so einen Emulator, mit dem kann ich auch so loslegen. Der ist ganz, 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 ganz schlecht. Der ist langsam, unglaublich langsam. Es gibt einem zwar ein gutes Gefühl dafür, dass man irgendwie ein Gerät mit einem nicht so starken Prozessor hat und das ist alles, aber nee. Also man möchte eigentlich ein echtes Telefon haben. Und dann muss man so ein bisschen Android lernen, weil wenn man Java kann, und das setze ich jetzt einfach mal voraus, dann muss man jetzt natürlich das Android SDK lernen. Das kann ich jetzt nicht in 14 oder 15 Minuten hier machen, aber ich sage zumindest mal ein paar Begriffe. Man muss so das Konzept einer Activity kennen. Eine Activity bei Android ist das, was man so sieht auf dem Bildschirm. Und das stellt eben die Benutzerschnittstelle dar und interagiert dann mit dem Benutzer. Views ist der Name für das, woraus das, die Benutzerschnittstelle wirklich besteht. Die Buttons und Texte und Listen und was es da alles ist. Layouts beschreiben dann, wie Views angeordnet werden. Man benutzt bei Android keine absolute Positionierung, so wie das mal bei iOS anfing, wo man gesagt hat, super, alle Geräte haben 320 mal 480 Bildpunkten. Immer noch super, alle Geräte haben 320 mal 480 oder 568 Bildpunkte.
super, alle Geräte haben, also man ist dann ja auch irgendwie bei 5 oder 6 Gerätegrößen angekommen. Bei Android hat man von Tag 1 angesagt, wir wissen überhaupt nicht, wie groß die Dinger sind. So, alles muss bitte relativ zueinander irgendwie angeordnet werden. Und dann habe ich eine App, was eigentlich nichts anderes als eine Sammlung von Aktivitäten ist, von Activities ist. Und die werden durch ein Manifest beschrieben. Tatsächlich kann man Apps bauen, die überhaupt gar kein UI haben. Die einfach nur irgendwo im Hintergrund werkeln. Oder die UI für 3 völlig verschiedene getrennte Dinge zur Verfügung stellen, für andere Apps, die das denn nutzen können. Denn bei Android gibt es weiterhin das Konzept, dass immer, wenn ich irgendetwas machen will, ich dem Betriebssystem sage, ich möchte einen Intent ausführen, ich möchte irgendwas anzeigen, zum Beispiel eine Webseite anzeigen. Liebes Betriebssystem, welche Activities haben sich denn für diese Aufgabe registriert? Und das Betriebssystem sagt folgende 4. Und standardmäßig kommt dann so ein Dialog auf dem Bildschirm. Möchtest du jetzt Browser A, Browser B, Browser C oder Twitter haben, der sich auch irgendwie für alles registriert hat oder so? Und dann kann der Benutzer wählen, muss aber auch wählen. Das ist so gleichzeitig der Vorteil, dass es alles sehr, sehr flexibel ist, aber auch der Nachteil, dass es eben flexibel ist und der Benutzer, der eigentlich nur eine Webseite sehen wollte, jetzt auf einmal gefragt wird, möchtest du lieber Firefox oder Chrome? Keine Ahnung, ich will die Webseite sehen. Diese Intents sind auf jeden Fall ein ganz mächtiges Mittel, um das Ganze zu entkoppeln, indem ich einfach nicht sage, wie etwas passiert, sondern dass ich sage, was passieren soll. Und dann muss man eigentlich noch den Lifecycle einer Activity verstanden haben, wo jetzt super wäre, wenn da die Folie gekommen wäre. Stattdessen kommt aber erstmal noch die Folie, mit der ich visualisieren wollte. So hier, man stelle sich hier vor, eine Activity, da ist irgendwie so ein Listen-View drin, in dem ein List-Item-View drin ist, wahrscheinlich mehrere davon. Wenn der Benutzer da draufklickt, dann macht diese Activity eigentlich nichts anderes als einen Intent, dem Betriebssystem zu geben, auf das eine zweite Activity sich dann bitte öffnet, die dann irgendwelche anderen Views hat zum Anzeigen von Bildern, Texten oder Buttons. Und man beschreibt dann halt eben die Anordnung, indem man sagt, also dieser Text ist unter dem und der Button unter dem und die beiden haben einen Abstand zueinander und so gibt dann eben das Layout es her. Das ist die Folie, die ich eben meinte. Zu dem Zeitpunkt, wo Android erfunden wurde, da war irgendwie etwas wie ein Gigabyte Hauptspeicher, was so ein übliches Android-Telefon ja hat, völlig illusorisch. Ging gar nicht, konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Selbst 640 Kilobyte wäre wahrscheinlich schon viel gewesen. Oder Megabyte? Ne, Kilobyte ist der Spruch. Deswegen gibt es einen relativ komplizierten Lebenszyklus von diesen Activities. Die werden erzeugt, dann werden sie gestartet. Dann werden sie fortgesetzt. Wenn jetzt die erste Activity von einer zweiten Activity überdeckt wird, dann wird die erste Activity erstmal pausiert und kann irgendwie Dinge und Sachen machen. Denn ab jetzt kann das Betriebssystem entscheiden, dass diese Activity jederzeit aus dem Speicher getilgt werden kann. Das heißt, die Activity muss jetzt also sagen, naja gut, also man sieht mich gerade nicht mehr, also ich könnte jetzt erstmal irgendwie aufhören, irgendwelche CPU-fressenden Animationen anzuzeigen und außerdem speichere ich mal alle meine Daten ab, weil, wer weiß, vielleicht kommt gleich ein Telefonanruf oder der Benutzer startet Facebook oder was auch immer. Auf jeden Fall kriegt das Telefon Speicherprobleme und dann wird die Activity gekillt, indem sie nämlich gestoppt und zerstört wird. Und auf diese Weise weiß eigentlich derjenige, der diese Software schreibt, gar nicht so recht, bleibt das alles am Leben oder nicht. Und jede Activity kann prinzipiell immer so aus dem Nichts gestartet werden und muss dann, ohne dass sie auf irgendwelche globalen Daten zurückgreifen kann, bestehen. Das macht die Programmierung ein bisschen schwerer, insbesondere weil man sich ganz leicht in Versuchung führen lässt, dass man doch sagt, ach, ich halte irgendwelche Sachen global. Und das funktioniert ja in 99% aller Fälle super. Bis auf den einen Fall, wo dann tatsächlich mal Speichernot ist. Die Activities, von denen man immer glaubte, dass sie da wären, aus dem Speicher getilgt werden und die App abstürzt. Aber das nur so als Indiz.
Der letzte Punkt, wo man irgendwie, wenn man Android programmieren will, klarkommen muss, ist XML. Das wurde so, ich glaube, zu einem Zeitpunkt entwickelt, wo XML gerade noch so okay war. So um 2000 rum war XML ja also der irgendwie die Silberkugel für alles. Und das Universalformat, was man benutzen kann. Und Android benutzt viel XML, sehr viel. Dieses Manifest, was die App beschreibt, ist eine XML-Datei. Alle Ressourcen, die das UI beschreiben, sind XML-Dateien. Da gibt es welche für die Layouts, da gibt es welche für das Aussehen, die Styles, da gibt es welche für die Strings, also alle Texte, die man gerne internationalisieren möchte. Da gibt es XML-Dateien zur Beschreibung von Grafiken, von Buttons, die verschiedene States haben und. Und das referenziert sich alles gegenseitig. Und an dieser Stelle braucht man auf jeden Fall eine IDE, die einem sagt, das kann nicht passen, weil da hast du das so geschrieben und da hast du das so geschrieben und das matcht sich nicht. Wenn man das versucht, so mit Kommandozeile und VI zu machen und das schafft, super. Layout-Manager hatte ich eigentlich schon gesagt, ich muss mal so ein bisschen anziehen. Hier erntet man so das XML, kann man. Und auf diese Weise hat man die Möglichkeit und auch in Android Studio eine ganz schöne Möglichkeit, hier in diesem Preview einfach mal so umzuschalten. Was, wenn ich das Telefon drehe? Was, wenn ich da nicht ein Nexus 4 habe, sondern ein Galaxy Note? Das ist so dieses riesengroße Phablet. Oder ein Tablet oder ein Fernseher oder eine Uhr. Wie verhält sich meine App? Und da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber so viel als Tipp, weil eben es gibt ein relativ trickreiches Verfahren, wie Android für jedes Gerät passend die richtigen Layout-Dateien von mehreren wählt, sodass man ein und dieselbe App schreiben kann, die sich aber völlig unterschiedlich auf einem Tablet wie auf einem Handy darstellt. Und dann noch so zum Mitnehmen kurz die Idee, Android-Apps sollen immer auf den Benutzer reagieren. Nichts ist schlimmer, als wenn der Benutzer tippt und nicht wirklich unmittelbar, was irgendwie so bedeutet, in den nächsten 50 Millisekunden, sage ich mal, wenn dann nicht eine Reaktion erfolgt. Weil dann fühlt sich die App irgendwie träge an und dann funktioniert sie nicht, dann hat man so das Gefühl, die reagiert nicht auf das Antippen. Da muss man aufpassen. Häufigster Fall irgendwie von Fehlern ist immer, es gibt da einen sogenannten Main-Thread. Das ist der Prozess, der die ganze App laufen lässt. Wenn man da zu viel macht, kann das Betriebssystem, dessen UI, oder das UI der App, was in demselben Thread läuft, nicht reagieren. Das macht die Programmierung halt auch nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, dass hier steht jetzt, ich brauche einen Hintergrundprozess, der übernimmt die I/O-Operation. Was ist, wenn das Betriebssystem, während mein Hintergrundprozess die I/O-Operation macht, meine Activity aus dem Speicher tilgt? Dann kommt es wiederum, wenn man das nicht richtig macht, zu Fehlern. Wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich was zu Android Studio sagen. Das ist eine kostenlose IDE von Google für Android. 2013 auf der Google I/O angekündigt. Da als Alpha rausgegeben, auf der Google I/O 2014 immer noch angekündigt, dann als Beta rausgegeben. Und da Beta ja bei Google irgendwie heißt, ist gut, kann man es jetzt benutzen. Das basiert auf der Community Edition von JetBrains IntelliJ IDEA, die meiner bescheidenen Meinung nach irgendwie die beste Java-Entwicklungsumgebung ist und wurde dann von Google speziell für die Android-Entwicklung erweitert. Interessanterweise ist das meiste, was sie da machen, auch wieder Open Source. Das heißt, JetBrains kriegt das alles wieder und baut das dann auch wieder in die offizielle Version von JetBrains ein. So profitieren beide. Und das Eclipse-Projekt, was ja nun auch schon so seine 14 oder 13 Jahre alt ist und ja so ein bisschen an Fahrt verloren hat, was die Java-Entwicklung angeht, hat das Nachsehen. Google unterstützt immer noch Eclipse. Aber da im Rahmen, zusammen mit Android Studio auch das Bildsystem von Arndt oder Maven auf Gradle umgestellt wurde,
wird es bei Eclipse zunehmend komplizierter und anstrengender. Das ist die Folie für IntelliJ ist toll, so mit vielen Features, aber das kann man wesentlich besser, das ist auch alles nur von deren Webseite abgeschrieben. Es ist halt einfach eine moderne Java-Entwicklungsumgebung, die einem sehr viel hilft und insbesondere hilft, Fehler zu finden, bevor man dann wirklich kompiliert und ausführt. Und das betrifft nicht nur die reine Java-Entwicklung, sondern das, was ich sagte, auch passen die Referenzen in den XML-Dateien zueinander. Habe ich für alle Sprachen, alle Übersetzungen dabei, das alles wird da angegeben. Oder auch sowas wie, es gibt so ein Android-Lint-Tool, was integriert ist, die Schrift ist zu klein, das kann keiner lesen. Und das ist hilfreich. Dann kann man nämlich immer sagen, ja, lieber Kunde, ich hätte ja gerne das in 10-Punkt-Schriftgröße gemacht, aber selbst die IDE sagt, das ist keine gute Idee, wenn du schon auf mich als Experten nicht hörst. Dann doch wenigstens auf die irgendwie gottgleiche Meinung von Google. Ja, also Eclipse geht auch, aber ist halt nicht ganz so gut. Und dann wollte ich noch was zeigen. Zumindest gucken wir uns das mal an, dass wir wenigstens einmal das Tool gesehen haben. Hier müsste es irgendwo kommen. Super. Würde ich neu starten, empfängt mich so ein Dialog, wo ich jetzt hier eine App bauen könnte. Und ich muss die, glaube ich, mal so Books 3 nennen, weil ich da schon Versuche habe. Und was jetzt zum Beispiel ganz interessant ist, ich muss mich immer entscheiden dafür, für welche Android-Version will ich meine App eigentlich schreiben? Und was ich hier eingestellt habe, ist Android 4 und besser. Und dann sagt er mir hier sogar, also nach aktueller Statistik aus irgendwie von Google, aus dem Play Store, erwische ich damit 84,3% meiner User. Und dann könnte ich jetzt sagen, naja, okay, ich will mal zurück auf 2,3 oder sowas. Und dann sehe ich hier, ja, jetzt habe ich aber 99% meiner User. Und das ist schon mal irgendwie ein ganz nettes Feature und ich kann dann hier auch eben anwählen, wenn ich neu genug wäre, dass ich es auch für einen Fernseher oder für eine Uhr oder auch Google Glass hatten wir ja noch gar nicht erwähnt, für die Brille das bauen könnte. Und dann geht es halt weiter mit so einem Wizard, wo ich so wählen kann, gib mir mal ein bisschen Beispielcode, wie eine ganz leere App oder mal eine mit Maps drin oder mit Play Store Services integriert oder ähnliche Dinge. Und das ist halt ganz nett, um zu starten. Und das ziehe ich jetzt mal nicht komplett durch, weil da habe ich schon mal was vorbereitet. Wobei ich mal gucken muss. Jupp. Und dann hat man ungefähr dieses Tool, wo ich jetzt so ein bisschen mit der Bildschirmgröße kämpfe, aber da müssen wir jetzt durch. Was man hier auf jeden Fall sieht, er generiert einem erstmal unglaublich viel Zeugs. Das ist einfach so die Projektstruktur, die muss man so akzeptieren. Und dann kann man sich auf die Suche nach seinem Java-Code machen. Den findet man dann hier. Und dann sieht man, meine Idee bei diesem Beispiel ist, ich wollte gerne mal eine Anwendung schreiben, die eine Liste von Büchern anzeigen kann und deswegen habe ich die Anwendung Books genannt und habe die Activity List Activity genannt. Man könnte sie natürlich auch Booklist nennen oder sowas. Und dann sehe ich hier meine List Activity, wo mir dann die passenden Lifecycle-Methoden oder das oberste ist eine Lifecycle-Methode vorgegeben werden. Und jetzt kann ich halt beigehen und sagen, jetzt gucke ich mir mal das UI dazu an und ich habe zum einen irgendwie so einen Design-Modus, der definitiv einen größeren Bildschirm braucht. Und ich habe natürlich, also heute Morgen gab es eine neue Version von Android Studio, die habe ich dann eben noch schnell installiert, seitdem habe ich diesen Fehler.
Es war jetzt nicht so eine tolle Idee direkt vor der Präsentation, aber das fiel mir erst auf, als der Update schon lief. Ich kann so einen grafischen Design-Modus benutzen, den finde ich persönlich nicht so gut. Ich ändere lieber das XML selber und sehe dann hier mein Preview. Und so könnte ich dann hier da dieses Label sehen. Und das Android Studio bietet mir halt die Möglichkeit, hier zu sagen, gibt mir Code Completion für alles, was ich da am XML so brauche. Und weiß in der Regel auch bei vielen Dingen, was denn da reingehört und bietet mir wieder die Sachen an. Der eigentlich komplizierteste Schritt, wenn man anfangen will, ist, man muss einmal sich so ein Gerät definieren, wo ich dann so AVDs, Android Virtual Devices, definieren kann und mir dann so aussuchen kann, was möchte ich denn hier? Und ich habe mir hier eben ein, mal gucken, nee, ich will es nicht starten, ich will es editieren. Ich habe mir hier mal so ein Nexus S zusammen konfiguriert, was auf API Level 19 arbeiten soll und die Google APIs mit drin haben soll. Und der Rest ist irgendwie so Standard. Da könnte ich jetzt noch den Speicher einstellen. Ist übrigens interessant zu wissen, dass das Nexus S 343 Megabyte RAM hat, der für alle Apps reichen muss. Und dann kann ich eigentlich, wenn ich das gemacht habe, muss ich nur noch sagen Run. Und ich sehe meine Hallo Welt Applikation irgendwann. Ach so. Nein, wir wollen das Gerät, was ich eben gezeigt habe, nehmen. Und das lästigste Problem überhaupt, dieser Emulator kommt ja nicht von selber in den Vordergrund. Und dann heißt es warten. Und das kann schon mal auf einem langsamen Gerät eine Minute dauern. Weil dieser Emulator wirklich, der basiert auf QEMU, das ist kein Simulator, wie man ihn beispielsweise unter iOS hat, sondern ein Emulator, der wirklich hier den Maschinencode ausführt. Man kann so ein bisschen tricksen. Die haben das Android nicht nur für den ARM-Prozessor, der ja die meisten Geräte oder die meisten Geräte haben den als System drin, sondern sie haben Android auch mal für den x86-Prozessor, den ja natürlich mein Notebook hat, kompiliert. Deswegen startet das bei mir ein bisschen schneller. Und ich sehe, yay, super. Und dann könnte ich halt anfangen und sagen, jawohl, oh, nie den Emulator zumachen. Dann fange ich jetzt so ein bisschen an mit dem Arbeiten und jetzt sage ich, meine List-Activity soll dann auch wirklich mal ein List-View anzeigen. Und da wird mir dann hier auch so ein Preview angegeben. Das war jetzt also meine erste Änderung, die ich gemacht habe, dadurch, dass ich eben mal kurz ausgecheckt habe. Außerdem habe ich hier so eine Modellklasse, Bücher, die haben eine ID, einen Titel, ein Erscheinungsdatum und ein Bild. Außerdem habe ich dann hier so eine Klasse, die nicht weiter wichtig ist, mir geschrieben, um Bücher laden zu können. Weil ich hier nicht sicher war, ob ich ein Internet habe, liegen übrigens die Bücher auch hier in den Assets bei. Da Books.json. Ist aber egal. Was ich jetzt machen kann, ist, in onCreate muss ich mir jetzt aus dem Layout, aus der XML-Datei quasi eine Referenz auf mein ListView holen. Das sehen wir hier oben in Zeile 22. Und dann sagte ich ja, wir wollen auf solche externen Sachen immer asynchron zugreifen. Deswegen sage ich, wenn meine Activity nicht nur initialisiert wird, sondern wenn sie auch wirklich gestartet wird, dann nutze ich mal meinen Book-Service, lade die Bücher und wenn das fertig ist und mir diese Callback-Funktion aufgerufen wird, die sich in Java 6 leider so ein bisschen umständlich schreibt und das habe ich auch irgendwie
vergessen zu sagen, wer Android-Entwicklung macht, kann sich mal von Java 7 und Java 8 verabschieden, sondern schön auf Java 6 Level bleiben. Es gibt so ein, zwei Sachen, die auch von Java 7 gehen, aber egal. Und dann kann ich wieder einen sogenannten Array-Adapter bauen, der, wie der Name sagt, eine Liste anzeigen kann. Und den setzen. Und wenn ich das habe, dann, super, kann ich meine App wieder starten, was jetzt eigentlich schneller gehen würde. Hier unten connectet sich das Ding übrigens an das Device und gibt Log-Informationen aus. Und sehe dann irgendwann eine Liste von Büchern. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wenn das Laden dieser Liste jetzt wirklich länger dauern würde, dann würde ich halt zunächst einmal eine leere Activity sehen. Dort könnte man vielleicht noch, um das schöner zu machen, ein Warten, bitte warten oder sowas anzeigen. Und dann habe ich hier entsprechende Bücher, die ich unmittelbar aus meiner JSON-Datei hier geladen habe. Ich beweise, muss ich das beweisen? Nö, muss ich nicht beweisen. Und angenommen, ich würde jetzt, und das ist dann mein letzter Punkt, beigehen und sagen, ich will jetzt noch Details zu einem Buch anzeigen. Dann muss ich in der List-Activity ein bisschen Platz schaffen wieder. Wenn man ein List-Item anklickt, einen neuen Intent starten. Ich gucke dann mal, welches Buch wohl angeklickt wurde. Mache mir einen Intent, der sagt, ich will jetzt diese Detail-Activity aufrufen. Jetzt muss ich der ja noch irgendwie mitgeben, was überhaupt angezeigt werden soll. Und dazu kann ich dann noch Daten übergeben. Und das müssen bei Android in jedem Falle Daten sein, die irgendwie serialisierbar sind. Das heißt, irgendwie das Beenden und Starten einer Activity überstehen können. Nehme ich also nur meine ID und frage dann in der Detail-Activity gleich wieder neu nach dem Buch. Der Vorteil ist, ich könnte in meiner App diese Detail-Activity auch exportieren und sagen, jede andere App in der Welt da draußen kann meinen fantastischen Book-Detail-View aufrufen und nutzen, wenn dann eben eine passende ID übergeben wird. Und das ist doch irgendwie super. Die Detail-Activity macht nämlich dann genau das. Sie fragt meinen Book-Service nach dem richtigen Buch, sucht das Buch, ja, das ist primitiv. Und wenn das Buch gefunden wird, dann kann ich mein UI initialisieren. Und ich nehme den Buchtitel als Titel meiner Activity und ich baue mir hier so ein Release-Date. Und das hier sieht übrigens so komisch aus. Hier hat Android Studio nämlich eigentlich einen Aufruf auf eine String-Ressource, die ich benutze, damit ich dieses erscheint am internationalisieren kann, gleich mal inline im Code ersetzt, sodass das ein bisschen netter aussieht. Und auch hier hat Android Studio mal diesen doch eher hässlichen Inner-Class-Callback von Java durch die von Java 8 Lambda-Notation ersetzt. Die Activity selbst hat dann auch natürlich wieder eine XML-Datei und die besteht eben aus einem Label da oben, hier der Text-View und einem Image-View, den ich für das Cover nutzen will. Und dann kann ich das starten und den Emulator nach vorne holen und warten und hoffen. Hallo? Da hüpft irgendwas und möchte was von mir. Möchte da noch einmal OK geklickt bekommen. Super. Und jetzt warten und hoffen.
Warum geht das nicht? Bin ich schon so weit? Ja. Und habe jetzt eben die Möglichkeit, da entsprechende Sachen anzuzeigen. Und ich kann mich darauf freuen, dass in 10 Tagen das Buch erscheint. Ja, das ist eigentlich so das, was ich jetzt in der zur Verfügung stehenden Zeit zeigen konnte. Ich möchte gerne damit motivieren, es selbst einmal zu versuchen. Wer ein Android-Telefon hat und ein bisschen programmieren kann, der sollte es doch machen, sei es, dass er für sich selber Apps baut oder vielleicht auch den Traum hat, damit das nächste Flappy Birds zu bauen und super reich zu werden und dann seine Zeit nur noch der Entwicklung von Open Source Software unter Linux zu widmen. Vielen Dank. Das war eigentlich so das, was ich erklären wollte. Und wenn es noch Fragen sind, gerne, je nachdem, wie es jetzt sonst aussieht, wenn nicht, müssen wir gleich dem nächsten Vortragenden Platz machen. Jetzt habe ich das. Laut genug reden. Wie man, also als du das Telefon konfiguriert hast, welches man da jetzt simuliert, ja. Da meintest du, da war eine Einstellung, dass man, welche Bibliotheken, Target glaube ich hieß das, welche Bibliotheken mit drin sein sollen. Ja. Kann man da auch sagen, dass da keine Google-Bibliotheken mit drin sein sollen und dann ist alles unabhängig von Google-Apps? Ja. Ja, kann man. Ah, okay. Dann verliert man halt in erster Linie mal Google Maps, was wir zumindest sehr häufig in Apps brauchen und müsste sich dann nach Alternativen umsehen, die es durchaus gibt. Es gibt halt API-kompatibel etwas, was dann OpenStreetMap-Daten anzeigen kann. Aber man verliert eben eine ganze Reihe anderer Interaktionsmöglichkeiten. Deswegen sagen wir mal so, die meisten unserer Kunden interessiert nicht, ob das rein Open Source ist. Die wollen halt einfach den Komfort haben und alles nutzen können. Aber ja, das kann man. Und man könnte es sogar so machen, dass wenn man einen anderen Anbieter hat, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube Samsung oder auch Amazon stellen halt eben auch für ihre Ergänzungen zu Android entsprechende Sachen für den Emulator zur Verfügung. Mhm. Dann. Ich denke, geht auch so. Ja. Also, wenn ich jetzt anfange, so eine App zu programmieren, und da muss ich ja sagen, ich hätte gerne, dass das lauffähig ist für Android, hatten Sie am Anfang gezeigt, 2.1 oder irgendwas. Was stellen Sie denn als Minimal dann am liebsten immer rein? Was ist schädlich, wenn ich jetzt sage, ab 2.1 lauffähig und nicht erst ab 4.0? Schädlich für den Anwender ist wenig. Man hat idealerweise möchten wir ab 4.4x loslegen, denn wenn man sagt, dass die App noch mit einem älteren SDK kompatibel sein soll, bedeutet das, dass das Betriebssystem, auch wenn es ein aktuelles ist, gewisse Fehler und Unzulänglichkeiten von Android emuliert, damit diese App, die ja davon ausgeht, dass die da sind, nicht abstürzt. Das betrifft insbesondere betrifft zusätzlich noch, dass die alten Android-Versionen alle damit geschlagen sind, dass das UI echt langsam ist, weil das die CPU selber zeichnet und nicht die GPU übernimmt. Und wenn man also deswegen sehr weit runtergeht und diese alten Versionen unterstützt, verbaut man sich selbst diese Möglichkeit, von diesen Funktionen zu profitieren. Davon hat der Anwender wenig, aber es macht halt, wenn man zwei Versionen bauen würde, natürlich die Entwicklung viel aufwendiger. Und wenn man jetzt einfach nur von dem Marktanteil geht, dann würde ich sagen, 2.3 mitnehmen, 2.1 und 2.2 finden nicht mehr statt. Die Telefone sind inzwischen verschwunden. Deswegen ist
2-3 eine gute Basis, ansonsten 4x. Glücklicherweise muss man die 3er-Version überhaupt nicht berücksichtigen, denn da gab es nur eine Handvoll Tablets, die damit ausgeliefert wurden. Und es spielt keine Rolle. Die Leute haben diese Tablets wahrscheinlich schon längst nicht mehr. Wenn ich jetzt von Eclipse umsteige auf Studio, ja, habe ich viele neue Lerneffekte, das sieht mir doch ziemlich identisch aus, ne? Oder muss ich da viel lernen oder sagen Sie, Mensch, das hast du in einer Stunde drauf oder so? Stunde wäre sehr gut. Ja. Man kann sich dadurch behelfen, dass man in Android Studio die Tasten-Shortcuts auf Eclipse umstellen kann. Dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen einfacher zum Eingewöhnen. Ansonsten ist es natürlich ähnlich. Ich habe links irgendwie den Projekt-View und ich habe rechts den Editor und ich habe drumherum noch weitere Fenster. Der Umstieg ist einigermaßen einfach. Man muss allerdings bedenken, dass wenn man umsteigt, man gleichzeitig umsteigt von Arndt oder Maven auf Gradle als neues Bildtool. Und das kann ein bisschen knifflig sein, wenn die App kompliziert ist. Aber da muss man eh irgendwann mal durch. Und so gesehen würde ich sagen, nach einem Tag kann man schon wieder was machen und nach einer Woche hat man sich dran gewöhnt oder so. Ja, sonst einfach weitergeben das Mikro, wenn noch jemand Fragen hat. Nö, dann, wie ja? Passt man das an, dass der x86er-Prozessor benutzt wird? Also, du meinst ja, dass sonst dieser... Ja, es gibt... Ich kann es leider nur für OS X sagen. Als optionaler Teil des Android-SDKs, den man sich mit so einem Download-Manager ziehen kann, ist so ein Hardware-Beschleuniger-Modul dabei. Das muss man wissen, das muss man finden, das muss man installieren und dann kann man auch diese x86-Dinger machen. Und ich vermute, dass es ähnlich unter Linux oder unter Windows, aber ich kann es nicht genau sagen. Also das ist so ein, ich guck mal eben schnell, ups. Ja, wahrscheinlich findet man es dann ja auch schnell, wenn man jetzt nicht ja. Also er gibt es hier auch immer einmal, steht hier einmal immer im Log. Ja, weiß ich, finde ich jetzt gerade nicht, aber also irgendwie so Haxe, Intel-Haxe, Beschleuniger, bla, ja. Wie verhindern Sie, dass Ihre Dateien, die Sie dann zum Beispiel bei Google Play Store einstellen, dass die nachher nicht doch irgendwo schwarz auf irgendwelchen Servern auf der Welt auftauchen? Können wir nicht verhindern. Ja, das ist das, was mich ärgert. Ja. Ich hatte so ein Ding reingestellt und ein halbes Jahr später tauchten die in Russland auf, in Amerika auf. Und ich wurde dann gefragt, warum soll ich denn deine App für 1 Euro kaufen, wenn ich die doch kostenlos überall runterziehen kann? Ja, ja. Ja, das Google stellt sich dumm dabei und tut so, wir haben damit nichts zu tun. Und, ne? Also das finde ich ist richtig ärgerlich. Man zahlt ja, glaube ich, 30 Euro war das, glaube ich, Eintrittspreis da, dass man die bei Google, für den Google Play Store einstellen ja. kann. Bitte? Ja, ja, für den Play Store. Ja, und letztendlich habe ich nie Geld gesehen von Google und das Ding tauchte nachher kostenlos auf. Da war ich jetzt leid und habe gesagt, gut, dann stelle ich es jetzt kostenlos rein. Ne? Ja. Weil ja, ich weder Geld gekriegt habe, noch irgendwie das geschützt wurde. Man kann, das fand ich ein bisschen schade, dass Google da an sich überhaupt nichts unternimmt. Man kann dagegen faktisch nichts machen. Ja. Man kann natürlich versuchen, die App so zu bauen, dass die irgendwie nach Hause telefoniert und sich selbst prüft. Das ist aber Code, der natürlich auch zwangsweise in der App drin ist. Den kann natürlich jemand, der diese App klauen will, auch suchen, finden und ausbauen. Und das ist in der Regel einfacher, als man glaubt. Denn ich muss ja nur die Stelle finden, wo geprüft wird und da einmal die Logik drehen und dann funktioniert jede App, die geklaut ist und die nicht geklauten Apps funktionieren nicht mehr, aber das ist ja egal. Und dann kann ich sie wieder einstellen und das ist halt ein Problem. Und entweder macht man das Geld auf andere Weise, weil die App eigentlich nur ein Zugang ist zu einem Service, der auf einem eigenen Server läuft, den man dadurch kontrolliert. Oder aber... man hofft, dass man dadurch wenigstens Popularität bekommt oder an die Leute appelliert, aber verhindern lässt sich das nicht. Und es gibt so Aussagen wie, auf eine gekaufte App kommen dann halt 10, die nicht gekauft wurden und raubkopiert wurden. Also wenn man da was anders haben will und ein besseres Verhältnis haben will, dann sollte man lieber iOS-Apps bauen. Da ist es sicherlich auch
ein Problem, aber das Problem ist nicht ganz so groß, weil es deutlich aufwendiger ist. Und die Anzahl der Leute, die nicht den Apple Store benutzen, verschwindend gering ist im Vergleich zu den Usern. Sie haben es ja selber gesagt, bei Android erreiche ich 80%. In Deutschland, ja, ja. In den USA ist es beispielsweise 60-40 zum Vorteil von Android. Andere Länder, es gab mal so eine Aufstellung, irgendwo gibt es, weiß ich nicht. Und wenn ich Apple programmiere, brauche ich einen Apple-Rechner. Ja, ja. Ne, und muss das, ne, und das habe ich alles nicht. Ne? Also ja, klar. Ist die Entscheidung dann zu Android. Nein, nein, also man kann halt wirklich nur sagen, man muss, die Leute müssen die App wirklich kaufen wollen. Wenn sie sie nicht kaufen wollen, dann finden sie einen anderen Weg. Aber das ist ja überall so. Es ist ja auch unglaublich leicht, Musik, Filme und Ähnliches sich so zu besorgen, wenn man es nicht wirklich kaufen will. Da gibt es einfach keinen wirklich praktikablen Weg, außer wirklich so Todesstrafe für Musikdatei kopiert. Und das müsste man dann auch irgendwo einführen. Nee, das ist, so. Ist leider ein Problem, mit dem man leben muss. Ja, dann denke ich, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Und ich wollte eigentlich noch darauf hinweisen, morgen Nachmittag gibt es, glaube ich, noch mal einen Vortrag oder einen Workshop von dem Frank Bartels auch zum Thema Android. Also vielleicht ist das ja auch interessant. Tschüss.